craften. Der hat natürlich ein bisschen, ist schon eine ziemliche Kugel, ne? Sehr nice. Und mit Awakened Draconium, das wäre jetzt nochmal außen drum herum, ne? Witzig, die letzten haben sich nicht so, upsa, leicht endcraften lassen. Das Jetpack können wir übrigens auch noch upgraden, das habe ich auch noch auf einer meiner Listen stehen. Und dann sollten wir unser Gravity-Modul auch bald mal machen können, jetzt in dem Fall, wenn wir so viel Strom verheizen. Ich glaube, wir haben auch gesagt, wir wollen noch nicht schlafen, falls wir irgendwann mal den Helikopter für den Richtung Cheyenne Mountain bauen mit Create. Wir brauchen aber definitiv mehr Create. Sachen. Das müssen wir irgendwo außerhalb bauen. Ne? Also da auf diesem Zeug ist einfach ein bisschen zu wenig Platz in unserem komischen Baum, sage ich jetzt mal dazu. So, und ich hoffe, ich muss nicht näher dran, sondern das geht so. Activate! Und wenn das nicht mega geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Was wir noch brauchen ist 1, 2, 3, dann die Pylons. Sehr cool. Phantome. Auf die habe ich gewartet. Na los, komm her. Wir brauchen nämlich, wenn wir unsichtbare unsichtbare Dinge haben wollen. Wie heißt's? Unsichtbare Keine Sorge, mir fällt es noch ein. Unsichtbare Rails. Ha, Halleluja. Für Ding, ne? Für die Create-Züge. Strom rein. Rom raus, würde ich sagen. Da braucht man einen Haufen Phantom Membranes, nämlich. Was natürlich heißt, wir müssen einen Haufen von denen weghauen, ne? Ein paar bräuchte ich noch von euch, liebe Kollegen. So. Activate. So, da oben haben wir gleich den Output, das heißt, da kommt der Plug rein. Main Power. Kein Limit. Und hier Generator Netzwerk. Kein Limit. Priorität 1. Heißt, der ganze Strom. Ach, sieht das cool aus. Geht jetzt da rein und ihr seht schon, 2,14 Tera nur? Ach ja, da unten haben wir Giga, ne? Genau. Giga sind das Milliarden und Tera werden dann die
Millionen, ne? Ist egal, es ist um eine komplette Dreierkomma, also drei Nullen. Jetzt haben wir hier mehr Speicher, als wir es in unserem Mechanism-System haben, ne? Weil hier haben wir eben Giga, ne? So, und wenn wir jetzt hier sagen, du gehst ins Generator-Netzwerk raus. 8,52 ist das Transferlimit, deswegen ist nicht mehr reingegangen ins Dings. Die haben nämlich ganz andere oder gar keine Transferlimits, glaube ich. Ne? Was es natürlich noch cooler macht. So, da gehen jetzt gute 55 Millionen rein, natürlich bis es unten leer ist. Ich glaube damit, so, dass ich es rausbringe, sollte recht offensichtlich werden, wo man den Strom speichert. Natürlich Tier 8 hätte schon noch was. Halt auch einiges mehr noch von dem und hier, ja. Ah, fast die Hälfte retour gekommen, wie es aussieht. Wir könnten eigentlich mal das Awakened auch mehr. Oder haben wir da schon was drinnen? Nope. Ich schätze, da kann man mit einem aus. Cool. Sehr, sehr cool. Wahrscheinlich sollten wir auch hier noch Dinge upgraden, aber Jesus. Lass mal erstmal so. Gut. Sind noch ein paar Phantome aufgekreuzt. Und es schaut halt mega cool aus. Ne? Also, irgendwie hätte ich gerne im einem nächsten Let's Play vielleicht auch so einen riesen Orb, aber irgendwie im Zentrum der Basis und außen drum dann die anderen Gebäude oder so, ne? Könnte ganz cool ausschauen. Mit meinen Hardcore-Building-Skills, ne? Antimaterie. Viel fehlt hoffentlich ja nicht mehr. Abgesehen vom Plutonium. 5, ja, die Hälfte hätten wir. Ach, es ist Nacht, ja. Haben erst vorher davon geredet, ne? Ah, ich will aber nicht schlafen, weil ich bin noch. Ich will noch Phantome sehen. Also halt auch, die sind halt auch schon komplett für nix eigentlich, aber was soll's noch. Cool. So lob ich mir das. Wir machen übrigens viel zu wenig Lithium Production. Aber ja. Was soll's? Sehr cool. Gut. Weiß gar nicht, ob man das Jetpack upgraden soll, wenn wir gleich den Kollegen haben, ne? Oder gleich, sag ich, unter Anführungszeichen bald, ne? Was hat er jetzt für ein Jetpack aktuell? Das Ordemodium. Das wird halt noch verrückter sein, ne? Vertical Acceleration 1,25. 15, ja, so viel ist es jetzt nicht. Sprint Modifier 2,8 zu 2,3, okay. 2,4.
gar nicht so teuer, ne? Meine Ahnung, machen wir einfach einen Stack, weil es egal ist. Vier von denen. Einen, so einen. Ups. Hat man noch so einen gebraucht? Vibranium Jetpack. Husch, das ist bitte ohne Steuerung drücken, ne? Ach du Schande! Ach Gott. Okay. Wir könnten ja eigentlich so eine Space Station auch machen, ne? Mal eben durch den Tag schlafen. Damit der Sturm aufhört, damit das Ding wieder losgeht. Aber ich will eigentlich immer noch Phantome haben, ne? So ehrlich bin ich auch. Okay. Für das, dass da 2 Terra reingehen sollen, sind wir schon relativ voll, ne? 20%. Nee, nicht Terra, eins mehr, ne? Ich fürchte, wir brauchen das nächst größere, weil wir da. Aber hier steht er nur. Ach, wir haben hier nicht Giga, wir haben schon Terra hier auch. Das habe ich dann wohl übersehen, würde ich mal behaupten. Das heißt, da gehen nur 2 Terra rein, das ist ja. Ein Bruchteil von dem, was wir in den Mechanism-Kollegen reinstopfen. Das finde ich dann gar nicht so witzig. Wartet mal eben. Logisch. Was wir natürlich machen können. Generate das da rein, dann einen Point und zwar ein neues Netzwerk. Storage. Kein Limit. Das war das Falsche. Müsste er ein Plug sein.
Na ja. Storage kein Limit. Genau, deswegen sagt auch Network not powered. Und ich habe keinen. Doch, ich habe einen Point für das Storage. Das müsste dann hier reinladen. 800k, ja, stimmt. Wollen wir aber bypassen. Und da oben kommt ein Plugin, aber für das Main-Netzwerk. Ne? Perfekt, dann haben wir jetzt ein Netzwerk mehr noch. Warte mal, bis der Puffer leer ist, dann sehen wir, was sich da tut. Genau. Dann haben wir nämlich so ein Zwischending, vor allem wenn der wirklich von den Transferlimits her besser ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube fast. Cool. Das ist das alte, wie es früher ausgesehen hat. Ne? Dann haben wir hier einfach einen 2.1 Tera Speicher. Aber unser Hauptbuffer ist dann immer noch im Keller unten. So. Antimatter hat sich jetzt natürlich nichts getan. Sogar das kann man nochmal in einen Creative Chatback dann machen. Cool. '53 sind sich da nur ausgegangen. Was ist uns ausgegangen? Ah, okay. Oh, entschuldigt. Am Mikro angestoßen. Ein paar von denen an Obtainium. Cool. Ich glaube, das wird auch gar nicht mehr schnell. Ich glaube, das speichert einfach nur mehr Strom und hat mehr Armor, ne? Ist es ein temporärer Transferboost? Nö. Okay, okay. Naja, cool. Er macht wahrscheinlich so schon Sinn, den anderen irgendwann mal zu machen, den Level 8. Ne? Sehr nice. Dann kann ich jetzt mal Chatback-Upgrade von meiner Liste streichen. Great und Starcrafting kann ich von meiner Liste streichen. Mystical Seeds, Spent Fuel braucht man uns nicht mehr drum scheren. Jetzt ist auf dieser Liste nur mehr das Bento Dings Ohr. Benitio It, genau. Hat man da aber nicht was in der Dingswelt hier, seit man das hier weiter rausgegeben haben? Ich bin mir nicht sicher, ne?
Wusch. Da ist noch allerhand drinnen, ne? okay. 2,32 Millionen. Es könnte natürlich da was drinnen sein davon, aber... Ordimodium wäre ja fehlen, ne? Wir haben da drüben den Speicher in Wahrheit nicht aktuell. Könnten das natürlich mit Refined Storage nochmal upgraden. Oh, da haben wir schon den Ultra-Exporter. Raus. Ups, Night Vision wieder mal eingeschaltet. Ach was, haben wir gar nichts drinnen da? Mhm. Weil das alles voll ist. Alles klar, was ich mir übrigens auch dachte. Ob man nicht hier etwas sparen, weil wir hier immer irgendwie ein Hydrogen Chloride haben, ne? Ob man nicht das Ohr 5x'en oder was auch immer es macht. Mal schaut euch mal bitte an, wie viel wir hier von allen haben, ne? Ein bisschen uns sparen, also den Blödsinn hier wegreißen. Und einfach nur Oxygen, das kostet ja so gut wie nichts, ne? Ab Oxygen einfach nur weitergehen, ne? Das ist halt kein... Kleiner Umbau, ne? Aber es wird wahrscheinlich das Ore Processing hoffentlich verbessern. Und ganz ehrlich, ich bin überlegen, die ganzen Dinge hier wegzuschmeißen. Wir haben so viele Ressourcen. Rot hin. Das ist halt ziemlich egal wäre, ne? Das dann einfach hier exportieren. Wir haben trotzdem noch, wir haben hier nicht mal noch Factories, ne? Einfach nur purifieren lassen, pulverisieren, enrichen, schmelzen, fertig, ne? Silber. Hoppla. Platinum. Osmium. Und Nickel. Sollte es sogar egal sein, wo wir was reinstöpseln, ne? Weil wir es eh gerade geklärt haben.
spart natürlich dann auch Strom, ne? Okay, Oxygen ist hier, gut. Hat den Vorteil, dass man Sulfuric Acid und Co. mehr haben sollten wir da. In unserer Hauptanlage. So, die Kollegen kommen auch noch weg. Allein, dass man hier so einfach die Mechanism Pipes wegbekommen, ist nice, ne? Kupfer, Eisen, Alu, Gold und Zink. Okay. Schade, wäre es natürlich irgendwo um die Upgrades, die wir reingestopft haben, aber ganz ehrlich. Bei der Ressourcenmenge, die wir haben. Zahlt es sich da wirklich aus, das zu behalten? Und ich sage jetzt ganz ehrlich, nein. Was soll's? Die Exporte auch verkauft, scheint fast so. Oh, sie sind da runtergefallen, ne? Macht die Komplexität auch viel entspannter. So cool, es war ein cooles Projekt, gebe ich auch ehrlich zu. Es war nur vielleicht ein bisschen Overkill. Sehr schön. Nope, lieber nicht. Ach, okay, dann schaltet er natürlich Night Vision auch hin und her. Ich habe mal eben auf normal geschaltet. Ups. Macht das Ganze ein bisschen langsam, aber nicht viel. Okidoki, so. Das sind die falschen Kollegen. Die brauchen wir. Zack, zack, zack. Einmal rauf hier. Na komm, so. Okay, so. Kupfer. Eisen.